Итак, дорогие друзья, каждый человек стремится быть здоровым, он стремится быть успешным, иметь хорошую семью, быть творческим и самореализованным. Ein jeder Mensch hat das Bestreben, gesund zu sein, hat das Bestreben, eine gesunde, glückliche Familie zu haben und hat das Bestreben nach Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung. И когда мы стремимся к этому, мы должны осознавать, что мы живем с вами в энергетическом мире. Und wenn wir die ganzen positiven Sachen anstreben, muss uns auch bewusst sein, dass wir in einer energetischen Welt leben. Мы постоянно воспринимаем энергию и отдаем энергию. Wir nehmen ständig Energie auf und geben Energie ab. В разных традициях эта божественная энергия жизни называется по-разному. In den unterschiedlichsten Traditionen nennt man diese göttliche Energie auch mit anderen Begriffen. Кто-то называет эту энергию прана, кто-то называет ци, ки. Jemand nennt diese Energie прана, die anderen nennen das чи oder ки. Кто-то называет мана, омна. Jemand nennt, also manche Traditionen bezeichnen sie auch als мана oder als омна. Наши славяно-арийские предки, которые жили в Северном Причерноморье, они называли ее живо. Unsere slawisch-arischen Vorfahren, die im Gebiet des, also der nördlichen Schwarzmeerküste gelebt haben, nannten diese Energie Shiva. И мы понимаем о том, что благодаря жизни и сама жизнь существует благодаря тому, что мы вбираем этот поток энергии. Und uns muss auch klar sein, dass wir überhaupt existieren können und leben, weil wir diese Energie in uns aufnehmen. И подобно, как машина использует бензин для того, чтобы доехать к какой-то своей цели, человек нуждается в энергии для того, чтобы быть здоровым, успешным, счастливым, самореализованным. Und so ähnlich wie ein Auto Benzin braucht, um am Ziel anzukommen, braucht der Mensch diese Shiva-Energie, um gesund zu sein, um sich realisieren zu können, um sich zu verwirklichen zu können. Каждый из нас Он изначально соединен с божественной энергией жизни и может ее воспринимать. Jeder von uns ist ursprünglich mit dieser göttlichen Energie verbunden und kann sie auch aufnehmen, absorbieren. Но при этом мы можем это делать больше или меньше. Dabei können wir das mehr machen oder auch weniger. Мы можем заниматься практиками, которые раскрывают и дают силу и возможность с ней пользоваться. А можем те, которые могут быть не настолько эффективными. Wir können Methodiken oder Techniken praktizieren, die uns helfen, dieses Potenzial zu vergrößern, zu steigern. Wir können aber auch uns mit Praktiken beschäftigen, die weniger dieses Potenzial öffnen und ja auch ziemlich wenig damit arbeiten. Поэтому, когда мы говорим о работе энергии, когда мы говорим о том, что у каждого народа есть знания о том, как работать с этой энергией, мы можем сравнить хорошую машину, например, Mercedes, и какую-то машину, которую кто-то сделал у себя в деревне, ну, потому что ему в голову пришло, вот как смог, так и сделал. Und wenn wir da ein bisschen einen Vergleich heranziehen, kann man sich vorstellen, dass jede Kultur jede Volksgruppe auch ihre eigenen Methodiken entwickelt hat oder praktiziert hat, also die unterschiedlichen Techniken. Und es wäre dann halt so, wenn man das mit den Autos vergleicht, jemand hat ein Mercedes, wie gesagt, ein gutes, leistungsstarkes Auto und jemand hat irgendwie so ein Auto, welches er sich auf einem Dorf im Schuppen zusammengebaut hat, weil er es halt anders nie gekannt hat und hat auch hergenommen die ja, Rohstoffe, vielleicht auch die Teile, die halt da waren. Каждый творец называет свою машину машиной, но при этом это абсолютно разное творение, хотя в чем-то они являются похожими. Und jeder, also beide Schöpfer würden ihr Kind als Auto taufen, beides sind Autos, nichtsdestotrotz unterscheiden sie sich entscheidend. Поэтому все энергетические практики, так или иначе, они на себя, они похожи чем-то друг на друга. Deshalb ähneln sich alle energetischen Praktiken auf irgendeine Art und Weise. Но дают совершенно разный результат, подобно тому, как разный был бы комфорт, когда мы ехали бы на этих двух разных машинах.
Und jedoch geben die Praktiken jeweils ein anderes Resultat, vergleichbar mit dem Komfort, welches uns das eine oder das andere Auto bieten könnte. Я думаю, что все из вас достаточно знающие люди, и вы понимаете о том, что у человека есть его энергетическое тело, его энергетическое поле, и мы постоянно находимся в потоке энергии, который входит в нас, сверху и снизу. Und er sagt, ich bin mir bewusst, dass ihr alle auch bewusste Menschen seid, euch in gewissen Dingen auch auskennt und versteht, dass wir oder dass uns Energie durchströmt, praktisch ein Strom von oben herab, der herabgehende und der aufsteigende Strom. Соответственно, чем больше нас поток, чем больше количество энергии мы можем принять. Und je stärker dieser Strom ist oder der Kanal ist, desto mehr Energie können wir auch aufnehmen. Тем более сильнее поле нашего влияния. Je stärker oder größer wird auch das Energiefeld unserer Wirkung oder unserer Realisation. И поэтому люди, у которых сильное поле, они могут становиться бизнесменами, они могут управлять большим коллективом людей, достигать чего-то в жизни намного большего. Deshalb sind Leute, die ein großes und starkes Energiefeld haben, die können sich eher verwirklichen, vielleicht also als Businessleute ein eigenes großes Geschäft aufbauen, eine große Gruppe von Mitarbeitern irgendwo auch leiten und sich auf sonstige Art und Weise eher oder besser in der Welt realisieren. И когда мы посмотрим на людей, то у одних какие-то жизненные трудности – это для них что-то легкое и легко преодолимое, а для других это становится тяжелыми проблемами, которые на долгие годы мешают этому человеку в его жизни. Und wenn wir die Leute angucken und vergleichen, sind dieselben Probleme können für einen eher leicht lösbar sein, leicht zu bewältigen sein, und wiederum für andere können dieselben Probleme sich jahrelang hinziehen und sehr große Schwierigkeiten für den Menschen darstellen. Начиная заниматься живой, мы получаем посвящение, мы получаем канал посвящения, который усиливает наш поток живы. Und wenn wir in die Shiva-Heilkunst einsteigen, uns mit dem Shiva beschäftigen, ist der erste Schritt, dass wir durch dieses Ritual uns der Kanal verstärkt wird, geöffnet wird, damit wir effektiver mit dem Shiva arbeiten können. Also ich sage auch Einweihung dazu. Подобно тому, как машина получает более мощный мотор и таким образом легче может исполнять свои обязанности и достигать того, что необходимо. Ähnlich wie ein Auto einen stärkeren Motor bekommt und auch besser dadurch seine Aufgaben vervollständigen kann. Я думаю, что все из вас знают, что у человека есть энергетические центры, которые в восточной традиции называются чакры, а в славянской традиции называются чары. Und jeder von euch weiß, dass der Mensch über Energiezentren verfügt, die man in der indischen Kultur als Chakren bezeichnet und in der slawischen Kultur als Charen. Соответственно, увеличение количества энергии приводит к тому, что эти энергетические центры наполняются большим количеством энергии, и эти сферы жизни начинают налаживаться. Und das, also diese Verbesserung, Verstärkung des allgemeinen Energiefeldes führt auch dazu, dass die einzelnen kleinen Energiezentren, die Chakren, besser beginnen zu arbeiten, mehr Energie aufbauen können und sie sind ja auch für gewisse Realisationen im Leben zuständig. Also da wird auch alles in Ordnung gebracht. Конечно, это не происходит само собой. Необходимо делать определенные практики, необходимо делать определенные упражнения, которые в этом помогают. Und natürlich kommt es nicht von selber. Man muss natürlich praktizieren beziehungsweise gewisse Praktiken durchführen, um dieses Aufladen des Energiepotenzials zu helfen. И поэтому благодаря работе с живой, благодаря в дальнейшем, живо это начальное, а потом более глубокие ступени это живоярга, мы можем увеличить свое здоровье. Deshalb können wir anfänglich mit der Shiva-Heilkunst als ersten Schritt und dann für die Fortgeschrittenen würde das Shiva-Yarga folgen, können wir in erster Linie durch die Vergrößerung des Energiepotenzials unsere Gesundheit verbessern. Работа с энергией позволяет исцелять тело, очищать его, гармонизировать.
Die Arbeit mit der Energie hilft dem Körper zu reinigen, zu harmonisieren und zu heilen. Или даже если человек уже как-то болен или у него очень тяжелая болезнь, во всяком случае уменьшить, ослабить эту болезнь. Und wenn der Mensch schon eine gewisse Krankheit besitzt, hilft es, diese Krankheit ein bisschen abzuschwächen bzw. die Symptome zu mildern. Кроме того, у нас есть очень важное для нас такое понятие, как отношения. Ein zweiter sehr wichtiger Begriff für uns ist Beziehung. И когда мы говорим о отношениях, мы знаем, что есть люди, которые они интуитивно нам приятны, а другие как-то интуитивно для нас неприятны. Und wenn wir über Beziehungen sprechen, wissen wir alle auch, dass uns gewisse Menschen angenehm sind, und gewisse andere Menschen sind aber für uns eher unangenehm oder abstoßend. Соответственно, работа с живой может гармонизировать. Если у нас есть проблемные отношения в семье, работая с живой, мы можем сделать так, чтобы эти проблемы были меньше и была более гармония в семье. Und dementsprechend, wenn wir über Disharmonie in der Familie irgendwo verfügen, kann auch die Arbeit mit der Shiva-Energie uns helfen, unsere Beziehungen und den allgemeinen gesunden Zustand der Familie wiederherzustellen. Если мы стремимся найти партнера, то за счет того, что у нас большее количество энергии, мы начинаем светиться, и подобно тому, как лампочка привлекает бабочек, которые летят на свет, мы становимся более привлекательны к тем людям, которые могли бы нами заинтересоваться. Und wenn wir einen Partner anziehen möchten, können wir auch mit Hilfe der Shiva-Energie uns also aus unser Inneres zum Leuchten bringen. Und dieses zusätzliche Energiepotenzial wird, wenn eine Lampe eine Nachtfalter anzieht oder Kerze, kann der Praktizierende dann auch einen Partner in sein Leben anziehen. Это же касается и бизнеса. Мы можем зарабатывать и быть более успешными или менее успешными. Das gleiche ist auch mit dem Business. Wir können mehr Geld verdienen, mehr erfolgreich haben oder weniger Geld verdienen, weniger erfolgreich sein. Многие люди это могут думать, что это впрямую зависит от образования, от стартового капитала, но на самом деле это не совсем так. Viele Menschen nehmen an, das hängt mit dem Anfangskapital zusammen, welches man investiert oder mit der Ausbildung, die man hat. Das ist aber letztendlich nicht ganz so in Wirklichkeit. Практикуя живу, человек становится более удачливым. Он, соответственно, попадает в нужные моменты и в нужные ситуации, которые идут ему на благо. Und wenn ein Mensch das Shiva praktiziert, wird er erfolgreicher, dann kommt er automatisch in diese Situationen und auch zum rechten Zeitpunkt, die ihn dann letztendlich zum Erfolg und zu mehr Wohlstand bringen. Более того, он может способствовать материализации событий и привлечению нужных событий к себе. Und noch mehr kann er sich mit der Shiva-Energie behelfen, gewisse Situationen zu materialisieren bzw. gewisse Situationen anzuziehen. Даже если человек что-либо продает, и он наполняет это энергией, его товар становится более приятный, и людям он становится более интересным. Und wenn jemand Händler ist und gewisse Ware verkauft oder Artikel verkauft, kann er mit der Shiva-Energie diese Artikel zusätzlich noch aufladen, so dass das für den Verbraucher und für den Kunden angenehmer erscheint und fühlbar ist. За счет работы с внутренним состоянием человек становится более спокойным, твердым, уверенным, и он может лучше управлять, и у него раскрывается внутренняя емкость, благодаря чему он может быть, ну, более деловитым, более успешным. Zusätzlich kann er sich auch mehr zentrieren, ist ruhiger, praktisch gediegener und kann dadurch auch diese Kraft und Stärke ausstrahlen, die dann auf seine Mitarbeiter wirkt und er versprüht praktisch diesen Erfolg. За счет раскрытия, это я сейчас иду по центрам, по энергетическим центрам, за счет раскрытия сердечного центра у него налаживается отношение с другими людьми, с обществом, у него увеличивается авторитет, слава, он становится более значимым человеком. Und wenn wir das Schritt für Schritt weiter fortführen, auf der vierten Ebene ist unser Herzchakra und das sind praktisch unser soziales Umfeld, soziale Bindungen, das man praktisch bekannter wird in der Gesellschaft,
irgendwo auch mehr und in einem größeren Umfeld mit der Gesellschaft interagieren kann und von der Gesellschaft mehr und besser akzeptiert wird. При этом такой человек, который практикует дживу, он начинается интуитивно нравиться людям. Почему-то они начинают к нему тянуться. Он становится такой очень для них интересный, значимый, авторитетный. Und wenn der, ein ja, Praktiker Jiva praktiziert, wird er bedeutender für die anderen Menschen, wird er anziehender für die anderen Menschen. Also auf der Unterbewusstseinsebene beginnt er die Leute anzuziehen, die beginnen ihn auch interessant zu finden dadurch. Благодаря тому, что большинство практик живы строится на медитации, у человека открывается творчество. Человек становится более творческим, более креативным. Und weil beim Jiva-System auch viel mit Meditation gearbeitet wird, öffnet sich das schöpferische Zentrum, das kreative Zentrum des Menschen. Er wird praktisch gesagt kreativer, schöpferischer dann. И это помогает человеку лучше реализовываться в жизни, в тех сферах, которые для него интересны. Das unterstützt den Menschen, sich auch besser in den Sphären, in denen er tätig ist, besser, effektiver und erfolgreicher zu realisieren. При этом у человека раскрывается определенного рода сверхвозможности, то есть некое ясновидение, яснослышание, ясночувствование. Zusätzlich können sich gewisse übersinnliche Fähigkeiten öffnen, wenn diese Energiezentren gestärkt sind, hell sehen, hell hören und fühlen auf Distanz. Ну, конечно же, это требует определенной дисциплины и регулярной практики, но это доступно. Das erfordert natürlich eine gewisse Disziplin und regelmäßige Praxis. В конечном итоге у человека раскрывается чара-родник, и благодаря этому он улучшает свою связь со Всевышним, с Богом, с Божественным миром. Und letztendlich öffnet sich bei ihm auch das oberste Chara, Radnik oder Quelle, kann man auch so wortwörtlich übersetzen. Das ist natürlich die Verbindung zu Gott und zum Schöpfer, die wird auch dadurch verstärkt. И человек начинает более глубже проживать жизнь, более ясно понимать свое предназначение и видеть системность мира, как этот мир устроен и почему те или иные события в нем происходят. Und der Mensch beginnt das Leben auch klarer zu sehen, besser zu sehen. Er versteht über sein Schicksal bzw. über seine Aufgabe viel mehr in diesem Leben, sieht sich als ein Teil der Schöpfung und versteht, warum Dinge so passieren, wie sie passieren, welchen Zweck und Grund das alles hat. Давайте рассмотрим сейчас вот эти энерготела, энергооболочки человека более детально и поймем, откуда берутся в жизни человека трудности, проблемные ситуации. Lasst uns jetzt diese einzelnen Energiezentren, die einzelnen Energieschichten bisschen deutlicher erklären und ansehen und so sollten wir dann besser verstehen, woher Problemsituationen, Problemzonen und Krankheiten kommen. То есть я сейчас для нашего удобства как бы вот вырежу, да, вот оболочки и буду их вот так вот описывать. То есть подразумевается, что это оболочки нашей ауры, просто я их буду рисовать не в круге, чтобы это, ну, скажем так, было понятно, а вот, вот, вот таким вот образом. Und für eine bessere Verdeutlichung schneide ich jetzt ein Segment aus, dass wir die Aura nicht gänzlich zeichnen in einem Kreis, sondern wir nehmen jetzt die einzelnen Segmente hier heraus. Жива и живоярга являются основой славяно-арийской ведической традиции. Das Жива und das Живоярга gelten als Grundlage der slawisch-arischen Tradition. И поэтому мы начнем с самой верхней оболочки. Und deshalb beginnen wir bei der obersten Hülle. Той оболочки, которая называется Дивья оболочка. Die Hülle, die auf Slawisch Дивья bedeutet. Oder heißt, auf Sanskrit oder eingedeutscht kann man das als das die Atma-Hülle bezeichnen. И вот тут мы должны понимать о том, что на этой оболочке находится наше предназначение. Und wir müssen verstehen, dass auf dieser Schicht unser Schicksal und unsere, ja, unsere Vorbestimmung ja, informativ aufgezeichnet ist.
То, что еще называется на санскрите дхарма. Das, was man auch auf Sanskrit als Dharma bezeichnet. То есть на самом деле мир – это единая организованная система. Tatsächlich ist die Welt ein gänzliches organisiertes System. И с духовной точки зрения это тело Бога. Und aus der spirituellen Sicht ist die Welt und die Schöpfung der Körper des Schöpfers. И сегодня огромнейшее количество научных исследований подтверждает, что человек рождается многократно. Jetzt, also mittlerweile gibt es viele Studien und Forschungsarbeiten, die bestätigen, dass der Mensch mehrere Mal lebt bzw. reinkarniert. И в каждом своем воплощении у него есть некое предназначение, игровое задание, то, чему он должен научиться. Und in jeder seiner Inkarnation hat eine gewisse Aufgabe, beziehungsweise auch eine gewisse Aufgabe, die lernen muss jetzt in dieser Inkarnation. Предназначение человека обязательно проявляется через его жизненные ценности и мотивы. Die Vorbestimmung eines Menschen manifestiert sich durch die Motive und durch die Werte, die der Mensch in sich trägt. И поэтому есть те люди, которые, например, у них есть стремление, и они всю жизнь занимаются спортом. Deshalb haben gewisse Menschen diesen Drang und sie machen zum Beispiel ihr ganzes Leben lang Sport. А кто-то только в школе занимался. Manche anderen Menschen hatten ja nur Sport als Unterricht in der Schule und das war's dann auch. У кого-то есть стремление к научной деятельности, и он занимается научной деятельностью. Andere Menschen haben wieder Drang, sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen, irgendwas zu forschen vielleicht auch. И даже если это не совсем ему приносит деньги или даже вообще не приносит деньги, а он все равно будет делать научный эксперимент. Und macht es auch, wenn es ihm wenig Geld bringt oder gar kein Geld damit verdient, nichtsdestotrotz macht mit seinen wissenschaftlichen Experimenten weiter. В то время, когда есть другие люди, у которых другие ценности, например, бизнес, и деньги для него главное, и поэтому никакая наука его не интересует. Und dann gibt's auch wiederum andere Menschen mit anderen Werten und Wertvorstellungen, für die ist zum Beispiel der eigene Business wichtig, das Geld ist wichtig und Sachen wie Wissenschaft oder Sport interessieren ihn dann nicht. То есть свое предназначение можно увидеть через то, что является для вас ценным и что вас мотивирует. Und die eigene Vorbestimmung kann man dadurch erkennen, wenn man sieht oder sich klar wird, was einen bewegt, welche Motive man hat und welche Werte man hat. То есть это клуб, я оболочка или то еще, которое на санскрите называют будхи. Das ist auf slawisch klubje, Körper, будхи, oder die будхи-шичь, die будхи-хюле auf санскрит. Наши ценности и мотивы на более низшей оболочке, они проявляются событиями, ситуациями нашей жизни. Unsere Werte und Motive, wenn wir eine Schicht weitergehen, manifestieren sich als Ereignisse, события, что еще? Событиями и ситуациями нашей жизни. Als Ereignisse und Situationen in unserem Leben. Ну, например, если у человека ценность наука, то он может скорее поехать на научную конференцию, чем на бизнес-форум. Wenn einen Menschen zum Beispiel die Wissenschaft interessiert, fährt er eher zu einem wissenschaftlichen Symposium als zu einem Business-Training. Если человек всю жизнь интересуется спортом, то он будет смотреть какие-то, ходить на спортивные события, спортивные соревнования, и скорее всего там будет искать, например, и найдет себе пару, чем в бизнес-среде. Der andere, der sich dann für Sport interessiert, wird wahrscheinlich eher Sportveranstaltungen besuchen und dort wahrscheinlich auch einen Partner, Partnerin finden, eher als irgendwo in der Business-Sphäre. Таким образом, наши ценности и мотивы создают и притягивают к нам события и ситуации. Aus diesem Hintergrund sind unsere Werte und Motive die Aspekte, die
Ereignisse und Situationen in unser Leben ziehen. На основании ценностей и мотивов мы делаем определенный выбор и поэтому попадаем в те или иные ситуации. Auf Grundlage unserer Werte und Motive machen wir gewisse Entscheidungen und kommen aus diesem Grund in gewisse Situationen oder Ereignisse. Когда мы попали в те или иные события или ситуации, у нас всегда по поводу них возникают мысли. Und wenn wir in die eine oder andere Situation geraten, haben wir dann auch Gedanken zu der Situation? Наши мысли могут быть позитивными или негативными. Unsere Gedanken können auch hier wiederum positiv oder negativ sein. Соответственно, мысли потом проявляются нашими эмоциями. So werden durch unsere Gedanken Emotionen geboren. Эмоции проявляются неким ощущением на коже. Die Emotionen kann man auf der Haut als bestimmte Gefühle empfinden. Возможно, вы попадали в такую ситуацию, когда вам хотелось сжаться и чувствовать себя маленьким. Ihr hattet vielleicht eine Situation, die ihr kennt, wo ihr euch zusammengezogen habt, wo ihr euch ganz klein gemacht habt oder klein machen habt wollen. Или наоборот, была какая-то другая ситуация, когда вы чувствовали себя свободно, раскованно, таким расширенным. Oder eine andere Situation, wo ihr euch offen, freizügig, aufgeladen gefühlt habt. Это уже ощущение конкретно на коже. Das ist ein Gefühl, welches wir speziell auf der Haut, auf dieser Oberfläche praktisch spüren. И в конечном итоге мы получаем ощущение в теле. Und letztendlich haben wir auch das Gefühl oder die Empfindung in unserem Körper. То есть события и ситуация. Это у нас, соответственно, какое? Причинное тело или то, которое называется каузальным или казуальным? Die Situationen und Ereignisse ist der Kausalkörper. Мысли – это ментальное тело. Die Gedanken ist der Mentalkörper. Эмоции – это эмоциональное тело. Emotionen ist der Emotionalkörper. Ощущения на коже – это, соответственно, эфирное тело. Die Gefühle auf der Haut ist der ätherische Körper. И непосредственно у нас есть наше физическое тело. Und dann haben wir unmittelbar unseren physischen Körper. И ощущения в теле, которые могут быть хорошими или плохими. Und die Empfindungen im Körper können wiederum positiv oder negativ sein. Плохие – это обычно болезнь и какие-то трудности. Also die schlechten sind in erster Linie Krankheiten oder gewisse Schwierigkeiten. Тот поток энергии, который мы здесь рисовали, тот, который идет сверху, и вот снизу поток. Энергиестром, den wir hier gezeichnet haben, von oben und von unten. Я сейчас нарисую вот здесь. Ich zeichne das hier jetzt seitlich. Вот сейчас давайте начнем разбираться, как в жизни у человека возникают трудности. Und lasst uns jetzt betrachten, wie Schwierigkeiten in das Leben eines Menschen kommen. Поскольку у человека есть некий путь его предназначения, weil ja ein Mensch einen gewissen Weg hat, der ihm vorbestimmt ist. Если вы помните, то даже в скандинавской традиции норны или вилы, самовилы, они ткут нить жизни человека, то есть некую нить жизни, по которой надо пройти. Wenn ihr die skandinavische Tradition betrachtet, gibt es dort die Nornen, die praktisch den Lebensfaden spinnen oder den Lebensweg, den man beschreiten muss. В славянской традиции доля и недоля, скажем так, дают эту нить. Es ist in der slawischen Tradition die Dolja und Nidolja, heißen diese beiden weiblichen Gestalten. Соответственно, это некий наш оптимальный, самый лучший путь развития души, когда мы исполняем свое предназначение. Und das ist der optimale Weg der spirituellen oder der Entwicklung der Seele, wenn wir alle unseren Pflichten, die durch die Vorbestimmung bestimmt sind, auch richtig nachgehen. Вот этот путь предназначения находится в наших высших оболочках, и перед тем, как идти на воплощение, мы его хорошо знаем, мы заранее нам показывают возможные варианты, которые нам надо будет пройти, и мы его прекрасно осознаем. Und dieser Weg, der uns vorbestimmt ist, befindet sich auf unseren feinsten Körpern und Hüllen. Und bevor wir in dieser Welt reinkarnieren,
wissen wir über diesen Weg Bescheid, wissen wir die einzelnen Abschnitte und die einzelnen Aufgaben, die sich auf diesem Weg befinden. Но когда мы воплощаемся в материальном мире, wenn wir aber in diese materielle Welt inkarnieren, мы начинаем отождествлять себя с телом, beginnen wir uns als Körper wahrzunehmen и с окружающим материальным миром. Und beginnen uns verbunden mit der materiellen Welt wahrzunehmen. И поэтому вместо того, чтобы глубоко слышать свою душу, und dann stattdessen, dass wir tief auf unsere Seele hören, мы начинаем опираться на те мысли, которые сказали для нас родители. Beginnen wir uns auf die Gedanken zu stützen und Worte, die uns die Eltern mal gesagt haben. Чему нас научили в школе? Was man uns in der Schule beigebracht hat. Что мы прочитали в книгах или увидели в кино? Was wir in Büchern gelesen haben oder vielleicht im Kino gesehen haben. И таким образом, вместо того, чтобы слышать свою душу, свой разум, мы начинаем слышать свое эго, свой логический ум. Und stattdessen, dass wir unsere Seele und unserer Vernunft zuhören, beginnen wir unserem logischen Verstand zuzuhören. И попадая в какие-то жизненные ситуации, часто, когда у нас возникают жизненные трудности, вместо того, чтобы остановиться, помедитировать и почувствовать свой путь, мы начинаем действовать из эмоций, мы начинаем действовать из какого-то логического размышления. Und wenn wir dann mit Schwierigkeiten konfrontiert werden im Leben, wenn es uns nicht so gut geht, anstatt zur Ruhe zu kommen, sich hinzusetzen, zu meditieren, sich wieder bewusst werden über den richtigen Weg, wie man dahin zurückkommt, beginnen wir auf unsere Gedanken, Emotionen zu hören und tun uns letztendlich damit nichts Gutes. Ну, например, ребенок родился для того, чтобы стать художником, чтобы стать прекрасным художником. Beispiel. Но поскольку он родился в семье адвокатов, ему говорят, иди учись на адвоката, и он пошел. Ist zum Beispiel ein Kind auf die Welt gekommen, für den es vorbestimmt war, ein Künstler zu werden. Kommt aber in einer Anwaltsfamilie zur Welt und die Eltern schicken ihn in ein Jurastudium zum Beispiel. То есть получается, что он идет путем своего некого ложного эго, а не то, что является его предназначением. Das heißt, geht den Weg seines falschen Egos, anstatt den Weg seiner Bestimmung zu gehen. В процессе такой жизни сначала у него появляется некая внутренняя туга, такая экзистенциальная тоска. То есть вроде бы все хорошо, но на душе как-то одиноко, тоскно, противно. Und im Lauf dann eines solchen Lebens, wenn nicht seinen eigenen Weg geht, beginnt es ihm auf der Seele irgendwie schwermütig zu sein. Fühlt sich sogar irgendwie einsam und traurig und weiß gar nicht, wo das herkommt. Also praktisch tief in seiner Seele ist unglücklich. Это уже может свидетельствовать о том, что целостная энергия жизни, потому что если бы она была целостной, он был бы веселым и счастливым, она распадается на жи и ва, то есть на активную негативную часть и на пассивную негативную часть. Das heißt, dass die ganzheitliche Jiva-Energie in dem Fall bereits zu zerfallen beginnt, weil sonst wäre sie ganzheitlich oder im Ganz geblieben, hätte sie glücklich und wohl aufgefüllt. Wenn es ihm nicht gut dabei geht, ist die Energie bereits zerfallen in das negative passive Element und in das negative aktive Element. Und in der slawischen Tradition nennt man dann die beiden Elemente das Ji und das Va praktisch, in die das Jiva zerfällt. И когда у нас происходит такой распад, und wenn es zu so einem Zerfall kommt, некоторая часть этой энергии остается в сознании, bleibt ein Teil der Energie im Bewusstsein, а другая уходит в бессознательное. Und der andere Teil der Energie fließt ins Unterbewusstsein. И, соответственно, мы как магнит начинаем притягивать к себе других людей с таким же распадом. Letztendlich beginnen wir Menschen anzuziehen, die einen selben Zerfall haben im Inneren. То есть фактически мы подсознательно из своего подсознания притягиваем к нам тех или иных людей. Фактически ziehen wir uns selbst aus unserem Unterbewusstsein Menschen mit den
Eigenschaften, die praktisch auch unserem Unterbewusstsein entsprechen. Негармоничных партнеров в бизнесе. Also дисгармоничные партнеры в бизнесе. Партнера по семье, которые вас бросят или будут вам изменять или как-то издеваться. Ein Partner, der einen dann irgendwie verlassen wird, fremdgehen wird oder sonst auf eine andere Art und Weise vielleicht einem Schmerzen zufügen wird. Или просто мы начинаем притягивать к себе те или иные ситуации. Oder wir beginnen einfach die einen oder anderen Situationen anzuziehen, die uns auch nicht gut tun. Поэтому с нами начинают происходить негармоничные события. Deshalb geschehen in unserem Leben keine harmonischen Ereignisse. Все проблемные события в вашей жизни, alle Problemsituationen in eurem Leben, они направлены на то, чтобы вы вернулись к вот этому своему оптимальному золотому пути. Sind dazu da, um euch zu helfen, auf diesen optimalen Weg der Bestimmung zurückzukehren. И поэтому человек может попадать в какие-то катастрофы, там, в аварию сильную попал. Deshalb kann es sein, dass der Mensch auch in irgendwelche Katastrophen kommt, zum Beispiel ein schlimmer Unfall. Заболел там на грани жизни и смерти, дом у него сгорел, развод, бизнес развалился. Oder wird krank, ist irgendwie an der Grenze zwischen Leben und Tod, oder sein Business geht kaputt, oder wenn irgendwie ein Viehbestand hat, dass das ganze Vieh ausstirbt. Таким образом, как бы душа сигналит, чтобы мы вернулись на оптимальный путь. So signalisiert uns die Seele, dass wir auf den optimalen Weg zurückkehren müssen. Но если мы энергетической практикой не занимаемся, медитацией не занимаемся, und wenn wir energetisch nicht praktizieren, keine Meditationen praktizieren, у нас появляются негативные мысли. Tauchen bei uns auch negative Gedanken auf. То есть энергия опускается ниже. Die Energie fließt weiter unter in die nächste Schicht praktisch oder auf die nächste Energieebene. Но дело в том, что наши мысли, они имеют в себе еще и образы. Zusätzlich müssen wir auch verstehen, то есть мысли имеют еще и образы. Ну, у нас не только же слова в голове, у нас же под этим есть картинки, да, и под каждой мыслью есть конкретный образ. Genau, und dass wir auch verstehen müssen, dass auch jeder Gedanke gewisse Bilder oder Sinnbilder in unserem mentalen Feld entstehen lässt. И поскольку в нашей голове есть мысли, и они негативные, und da in unserem Kopf Gedanken dabei auftauchen und diese negativ sind, наша внутренняя энергия идет через эти мысли-образы и начинает материализовать и притягивать негативные ситуации к нам. Fließt die Energie, die ursprüngliche, durch diese negativen Sinnbilder und durch die negativen Gedankenbilder und materialisiert dann Situationen und Ereignisse, die negativ für uns sind. То, что наши мысли материализуют события, было доказано еще в 1926 году. Dass unsere Gedanken sich materialisieren, wurde bewiesen im Jahr 1926 bereits. Нильсон Бор и Гейзенберг, они проводили эксперимент. Они хотели выяснить, что такое свет. Это частичка или волна? Когда одни думали, что это свет, они получали свет, энергию. Когда другие экспериментаторы думали, что это волна, что это частичка, получали частичку, фотон. Нильсон, Бор и Гейзенберг haben teilweise auch getrennt voneinander Experimente durchgeführt, weil sie feststellen wollten, ob das Licht eine Welle oder ein Teilchen ist. Und die Experimentengruppe, die angenommen hat, dass das Licht eine Welle ist, die haben auch eine Welle bestätigt bekommen. Die zweite Gruppe, die angenommen haben, dass das Licht ein Teilchen ist, haben auch ein Teilchen nachweisen können. Таким образом получается, что в зависимости от того, какие картинки у нас в голове и во что мы вкладываем энергию, такой мир вокруг себя мы начинаем материализовать. Das heißt, die Gedanken, die in unserem Kopf rumschwirren und die Bilder, die in unserem Kopf sind, materialisieren entsprechend auch die Ereignisse in unserem Leben. Распавшаяся энергия опускается еще ниже на уровень эмоций, и мы начинаем испытывать эмоции. Там боль, страх, неуверенность. Die zerfallene Energie sinkt dann auf die nächste Schicht, auf die emotionale Ebene,
Und wir beginnen dann auch negative Emotionen zu spüren, Angst, Unsicherheit. Наши эмоции со временем возникают, проявляются как ощущения на коже. То есть мы чувствуем себя уверенно, сильными, грациозными, легкими, или наоборот, как нам хочется сжаться, спрятаться. Und das geht dann so weit, wenn es auf die Ebene der Hautschicht kommt, sind wir in einem guten Zustand, wie gesagt, selbstbewusst, stark, aufgefüllt mit Energie oder in diesem negativen Zustand möchten wir uns eher dann zusammenziehen und verkriechen. В конечном итоге распавшаяся энергия, она доходит до тела, и у нас в теле появляются зажимы. Und letztendlich geht diese zerfallene Energie auf die Ebene des Körpers und wir bekommen Verspannungen im Inneren des Körpers. И в середине этого зажима есть распавшаяся энергия. Und im Zentrum dieser Verspannung existiert eben diese zerfallene Energie. В прямом понимании массажист может найти этот зажим, даже в мышцах найти эти зажимы. Also im direkten Verständnis kann sogar ein Masseur diese Stellen finden, diese Verspannungen finden und versuchen sie dort herauszumassieren. Через некоторое время эта распавшаяся энергия, поскольку там происходит блокирование и распад энергии в физическом теле, туда приходят бактерии, микробы, и у человека возникает болезнь. Und letztendlich führt es dazu, dass in dieser verspannten Zone die schlechte Energie sich ansammelt und führt dazu, dass sich Mikroben, Bakterien und Krankheiten dort bilden und den Körper dann im Körper eine richtige Krankheit entsteht. Сейчас модно говорить о таком понятии как иммунитет. Jetzt ist es modern, über so einen Begriff wie Immunität zu sprechen. И вроде бы у одних людей иммунитет более сильный, у кого-то более слабый. Und es scheint so, als hätte der eine ein stärkeres Immunsystem, der andere ein schwächeres. И вот когда у человека недостаточный иммунитет, он там употребляет витамины, минералы, как-то для того, чтобы усилить этот иммунитет. Und wenn einer von sich annimmt, dass er ein schwaches Immunsystem hat, beginnt er Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralien zu sich zu nehmen. Но на самом деле речь идет о энергетичности человека. Tatsächlich ist hier die Rede über die Energetik des Menschen. И поэтому энергетичные люди, они меньше болеют. Deshalb sind energetische Leute weniger oder seltener krank. Или не болеют вообще. Oder sind gar nicht krank. И вот сейчас мы начинаем понимать, что если человека вот здесь просто давать ему лекарства, просто делать ему массаж, этого недостаточно. Und wenn wir das dann so betrachten, die unterste Ebene, man kann den Menschen massieren oder ihn versuchen, mit Medikamenten zu heilen. Ihr versteht selber, dass das unzureichend ist. Вот, потому что идет распавшаяся энергия, она постоянно идет сверху вниз. И поскольку уже есть распад энергии, в конечном итоге все равно в теле будет так или иначе трудно. Die zerfallene Energie, die driftet ja langsam von oben nach unten. Und wenn die bereits weit oben zerfallen ist, nützt es nichts, nur die unterste Ebene zu behandeln, weil die Energie sowieso wieder zerfallen dort ankommt. И для того, чтобы решить эти вопросы, um diese Fragen zu lösen, мы, это первая ступень живы, das ist die erste Stufe der Jiva-Heilkunst. Первая ступень живы помогает нам работать с телом. Die erste Stufe der Jiva-Heilkunst hilft uns, mit dem Körper zu arbeiten. Еще раз, пожалуйста. Эфирной оболочкой. Mit dem ätherischen Körper. Эмоциональной оболочкой. Mit dem emotionalen Körper. И ментальной оболочкой. Und mit dem mentalen Körper. Первая ступень дает возможность нам уже проработать вот эти оболочки. Und bereits die erste Stufe der Jiva-Heilkunst gibt uns die Möglichkeit, diese auf diesen vier Ebenen zu arbeiten. Первая ступень, она состоит из трех частей А, Б, В. Die erste Stufe besteht wiederum aus drei Abschnitten A, B und C. То есть на ступени, на первом модуле А мы изучаем базовые практики. Beim ersten Modul, beim A-Modul lernen wir die Basispraktiken. Получаем настройку. Bekommen auch ja diese Einstellung oder Übermittlung oder wie man auch vielleicht übersetzen kann,
diese Einweihung. И уже потоком живы начинаем смывать, растворять вот эти негативные распады энергии, благодаря чему наша жизнь начинает улучшаться. Und wir beginnen bereits hier mit den neuen Energieströmen des Jiva, diese zerfallene Energie zu beseitigen. Und diese Ebenen beginnen sich zu reinigen und die Situationen bzw. die Dinge, auf, die mit diesen Ebenen verbunden sind, verbessern sich auch. Но поскольку это, ну, как бы это определенный процесс, das ist aber auch ein gewisser Prozess. Поэтому у нас возникает модуль Б, где мы должны хорошо разобраться, как работает наше сознание, как у нас появляются вот эти мысли, как работают частички нашей души. Модуль А дает базовые практики, модуль Б дает нам возможность более качественно исцелять сознание. Also der Modul A, der erste Teil, der gibt uns die Möglichkeit, das Ganze erst einmal zu verstehen. Aber wenn wir mehr in die Tiefe gehen möchten, gibt uns das Modul B auch eine tiefere Verständnis, wie das auf unserer Mentalebene alles funktioniert, wie diese Gedanken und Sinnbilder entstehen. Und dann können wir praktisch auch das Ganze effektiver anwenden dadurch, durch die tiefere Verständnis. Имея большее количество энергии и понимая, как работает наше сознание, wenn wir im Modul A lernen, mehr Energie durch uns zu leiten, auf dem Modul B verstehen wir unser Bewusstsein zu beschaffen ist und funktioniert, мы уже можем становиться более успешными в своей жизни, können wir mehr, bereits ab da mehr erfolgreich oder erfolgreicher sein, все те вопросы, о которых я говорил, und dann auch die Fragen, von denen wir gesprochen haben. Но тем не менее, у нас все равно возникают какие-то желания, какие-то стремления, и поэтому есть модуль Б, который помогает нам более качественно воплощать наши желания. Und nichtsdestotrotz hat jeder von uns gewisse Absichten, Wünsche und Ziele, und das C-Modul der ersten Stufe hilft uns eben, besser und effektiver Ziele und ja, Ziele zu erreichen. Also mit unserer unsere Realität zu bestimmen und unsere Wünsche manifestieren zu lassen. Потом настает время, когда мы поднимаемся к работе с кармической оболочкой, с каузальной. Dann wird die nächste Stufe sein, dass man mit dem kausalen Körper, mit dem karmischen Körper arbeiten möchte. Потому что хотим мы или не хотим, у нас все равно есть какие-то хронические вещи, которые у нас годами, может быть, десятилетиями нам приходится их проживать. Weil jeder von uns hat ja auch irgendwelche chronischen Ursachen, Krankheiten oder Probleme, die wir vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten sogar in uns tragen, die wir aber loswerden möchten. И вот здесь у нас появляется вторая ступень живы. Und hier gibt es das, die zweite Stufe der Jiva Heilkunst, которая также состоит из трех модулей A, B, V. Die genauso aus diesen drei Modulen besteht, A, B und C. На модуле A, второй ступени, мы усиляем поток энергии. Beim Modul A der zweiten Stufe verstärken wir den Energiestrom. Получаем большую возможность работать во времени и пространстве. Bekommen mehr Möglichkeiten in der Zeit und im Raum zu arbeiten. Быстрее и лучше материализовать события. Schneller und effektiver Ereignisse zu materialisieren. И потом наступает модуль B. Und dann kommt das B-Modul. И на модуле B мы начинаем просматривать прошлые жизни. Beim B-Modul beginnen wir in unsere früheren Leben zu sehen. То есть если здесь мы исцеляли сознание, то тут получается исцеление сознаний в многих воплощениях. Wenn wir bei der ersten Stufe unser Bewusstsein geheilt haben, kommt es bei der zweiten Stufe zu einer Heilung auch der früheren, vorherigen Inkarnationen. Для того, чтобы именно в этой жизни наша жизнь стала лучше, успешнее, гармоничнее, целостнее. Damit eben in diesem jetzigen Leben das Leben ja besser wird, erfolgreicher, harmonischer wird. Когда мы говорим о кармической оболочке, надо понимать о том, что мы рождаемся в каком-то роде,
То есть у нас есть отец, мать, у них есть привычки, и они вкладывают в нас свои программы поведения. Und wenn wir über Reinkarnation sprechen, müssen wir auch verstehen, dass wir in einer Familie, in einem Stamm zur Welt kommen. Wir haben einen Vater und Mutter, die in uns auch einen Teil ihrer Gewohnheiten, Verhaltensweisen mit hineinlegen. И поэтому есть родовая карма, с которой надо будет также разобраться. Deshalb gibt es auch das Karma des Stammes praktisch, mit der man sich auch beschäftigen sollte. И поэтому у нас получается модуль Б, да, когда мы работаем уже, ну, АБВ, да. Да-да-да, все, я понял. Мы работаем с кармой своего рода, потому вот. Что есть какие-то родовые программы, жизненные трудности, которые могут быть даже не наши, а просто переданы нам по роду. Deshalb arbeiten wir bei der zweiten Stufe im C-Modul mit dem Karma nicht nur unserem, sondern des Stammes, weil es kann sein, dass wir Schwierigkeiten begegnen oder Probleme haben, die uns nicht einmal eigen sind, sondern die wir von unserem Stamm mitbekommen haben. В конечном итоге многие приходят к тому, что надо менять свой образ жизни и вообще разбираться с глубинным предназначением. Und dann kommen auf der dritten Stufe auch Leute dazu oder Leute mit den Absichten, die verstehen, dass man im Leben einiges verändern soll. И тут появляется Жива-Ярга как образ жизни. Und hier kommt auch das Jiva-Yarga ins Spiel als eine Lebensart oder eine Art und Weise zu leben. То есть это можно сказать, что это третья ступень Живы. Man könnte auch sagen, dass es die dritte Stufe der Jiva-Heilkunst ist. И в то же время ее можно воспринимать как отдельную школу, когда это уже идет саморазвитие. Und gleichzeitig kann man das aber auch als eine gesonderte Schule betrachten, wobei es um ein System der Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung geht. Это подобно, так как в карате есть ученические поясы, а потом начинается мастерское обучение. Das ist so ähnlich wie im Karate. Es gibt ja die Schülergürtel bis zum schwarzen und dann gibt es ja auch einige Abstufungen vom schwarzen Gürtel, also die Abstufungen der Meister. Das wäre das Jiva-Yarga, wenn man hier so diese Analogie heranzieht. То есть это единая система, но детям как бы сразу не давали самые серьезные практики, потому что ну, невозможно, вот если говорить по примеру карате. Точно так же нам сначала надо разобраться с подвалом, с нижними оболочками, а потом уже идти к верхним. Und so wie man im Karate, also Schülern, Anfängern oder Kindern keine schwierigen Praktiken vermittelt, weil man zuerst auch sich das Fundament aufbauen sollte. Genauso ist es hier, dass wir mit der Jiva-Heilkunst erst, er hat es so gesagt, im Keller arbeiten und uns dann nach und nach hocharbeiten bis zur Meisterstufe auf der dritten Position oder wo halt das Jiva-Yarga beginnt. In der dritten Stufe ist es auch drei Module. Und wir haben auf der dritten Stufe auch ebenfalls diese drei Module. Соответственно, когда мы говорим применительно тому, как непосредственно будет идти обучение, und wenn ihr die Frage stellt, wie diese Ausbildung unmittelbar aussehen wird, планируется, что в процессе обучения мы будем идти и постепенно проходить, соответственно, все эти модули. Es ist so beabsichtigt, dass wir im Prozess der Ausbildung alle Module durchgehen werden. То есть последовательно проходя друг за другом, таким образом создавая целостную систему. Dass wir schrittweise ein Modul nach dem anderen machen und so uns ein ganzheitliches System aufbauen. Мы планируем, значит, занятие, чтобы оно было один раз в неделю. Wir planen, die Ausbildung einmal in der Woche durchzuführen. Где мы будем постепенно проходить практики. Wo wir nach und nach die Praktiken durchführen. Еще раз, пожалуйста. То есть, например, мы проходим урок, занятия 2 часа, а потом человек получил практики и на протяжении этой недели отрабатывает, решает жизненные задачи. Die Einheit mittwochs wird ungefähr 2 Stunden lang sein, wo man die Theorie vermittelt bekommt.
Und dann kann man im Lauf der Woche, also bis zum nächsten Theorieabschnitt, die Sachen daheim selber einüben und praktizieren. Таким образом получается очень целостно и гармонично. Deshalb ist es sehr ganzheitlich und harmonisch. Потому что человек на протяжении недели он может иметь поддержку группы, то есть он не только сам занимается, то есть есть мастер, который его курирует, и есть группа, к которой можно обратиться за энергетической поддержкой. Deshalb ist es so, dass also das ist auch in diesem System dann so, dass man die ganze Gruppe auch hat, dass man mit der Gruppe kommunizieren kann. Man ist ja nicht allein für sich gelassen. Man kann den Meister anfragen, man kann auch mit der Gruppe kommunizieren und gemeinsam praktizieren und ausprobieren. Соответственно, точно так же, как вот человек решает свои жизненные задачи и постепенно развивается. Точно так же, как человек занимается спортом, ну, вот если бы он ходил один раз в неделю на тренировку, и вот он получает задание и сам еще занимается, и таким образом постепенно идет и достигает успеха. Genau, wenn man das mit Sport vergleicht, ist es auch so, dass man einmalig Techniken, Kenntnisse, Wissen vermittelt bekommt und dann kann man durch das eigene Training, durch das eigene Üben sich das aneignen und antrainieren. На каждом новом занятии мы, соответственно, рассматриваем новые практики. Bei jedem Block, bei jeder Einheit werden wir auch neue Praktiken durchnehmen. Или более глубокое применение уже известных практик. Oder eine tiefere Verwendung oder Anwendung der bereits gelernten Praktiken. И работаем над теми задачами, которые стоят конкретно у человека. Und arbeiten an den Aufgaben, die konkret vor einem Menschen stehen. Часто возникает вопрос, вот если я там, у меня есть первая ступень живы, вторая ступень живы, а мы вот только сейчас начинаем обучение с первой ступени, то как соотносить вот эти разные уровни? Oft kommt auch die Frage, ich habe bereits die erste Stufe der Jiva-Heilkunst oder die zweite Stufe der Jiva-Heilkunst. Wo soll ich einsteigen oder wie soll ich das Ganze jetzt in Verbindung bringen? Все дело в том, что школа Живаярги, то есть это традиционная школа, которая уже сотни, тысячи лет. Живаярга muss man so verstehen, dass es eine Schule ist, die bereits seit Hunderten und Tausenden Jahren existiert. И поэтому традиционное обучение разработано таким образом, что делая даже одно и то же самое упражнение, люди будут получать чуть-чуть разный результат. Deshalb ist es auch so, wenn jetzt Wiederholer dabei sind oder Menschen, die dieselbe Übung noch einmal durchmachen und die gleichen Techniken noch einmal durchmachen, werden letztendlich trotzdem auch ein anderes, ein besseres Ergebnis bekommen. Поэтому даже если у человека вторая, третья ступень, он получает пользу, занимаясь даже упражнениями первой ступени. Deshalb wird auch jemand, der bereits die zweite oder sogar die dritte Stufe hat, trotzdem einen Nutzen davon haben, wenn er bei der ersten Stufe noch einmal anfängt und das Ganze noch einmal durcharbeitet. Кроме того, когда идет преподавание в виде семинаров, семинар всегда ограничен во времени, то есть это 2 дня, то есть и на протяжении 2 дней есть некие основные базовые вещи, и поэтому получается, что много не дается. Ein Seminar, welches vielleicht an einem Wochenende stattfindet, ist auch zeitlich begrenzt und in so einem Modus eines Seminars kann man sehr viele Dinge tatsächlich nicht vermitteln. Просто невозможно весь большой такой объем информации, который накоплен за сотни и тысячи лет, вложить человеку в голову за несколько дней. Deshalb kann man so ein riesiges Potenzial an Wissen und Information nicht auf 2 Tage, nicht auf so eine kurze Zeit in den Menschen hineinlegen. Но за счет того, что обучение идет регулярно раз в неделю, поэтому дается более глубокая проработка каждого модуля, которая, просто невозможно ее дать, когда идет просто 2-дневный семинар. Und aus dem Grund, wenn das jetzt wöchentlich stattfindet, über einen längeren Zeitraum hindurch, kann man den Teilnehmern und den Schülern sehr viel mehr Wissen vermitteln, sehr viel mehr aufbauen, dann praktisch auch an eigener Praxis, an eigener Übung, als bei einem kurzen Wochenendseminar. Я хочу сказать о том, что у меня есть опыт онлайн-преподавания в таком плане уже порядка 5 лет. Und ich möchte euch auch sagen, dass ich bereits eine 5-jährige Erfahrung habe
im Online-Unterricht praktisch so jetzt in diesem Stil. И у меня есть и ученики, которые уже достигли высокого уровня и сами являются мастерами четвертой, пятой ступени. Und ich habe auch Schüler, die bereits sehr hohe Stufen erreicht haben, die bereits Meister der vierten und fünften Stufe sind. Но тем не менее с огромным удовольствием они занимаются, в том числе занимаются даже вот начиная с самыми новичками. Deshalb machen sie mit großem Spaß auch, also obwohl sie die vierte, fünfte Stufe haben, trainieren sie auch mit Anfängern, mit Schülern, die bereits erst angefangen haben in denselben Gruppen. Благодаря тому, что наша школа является целостной системой, у нас есть ответы на любые вопросы от того, как человек родился и как он уходит из этого мира и что будет в том мире, не только вы. Weil wir ja eine ganzheitliche Schule sind, haben wir Antworten auf alle Fragen, von Beginnen von dem, wie der Mensch auf diese Welt kommt und endend mit den Fragen, wie der Mensch von dieser Welt wieder geht. Если мы говорим о начальных моментах, wenn wir über die anfänglichen Momente sprechen, мы можем, ну, для примера, там, взять какие-то другие школы. Können wir vielleicht als Beispiel andere Schulen nehmen. Если человек будет просто заниматься фитнесом, он как бы растягивает тело, он снимает распавшуюся энергию в физических оболочках. Wenn jemand ins Fitnessstudio geht, wird letztendlich nur die Verspannungen aus dem Körper herausbringen und die zerfallene Energie lediglich im Körper beseitigen. И даже если у него получается очистить эфирную оболочку, und auch wenn es bei ihm klappt, den ätherischen Körper zu reinigen, все равно без очищения эмоциональной оболочки, без очищения ментальной оболочки жизнь не становится настолько успешной. Ohne die Reinigung der emotionalen Ebene, ohne die Reinigung der mentalen Ebene ist das Leben letztendlich nicht so glückbringend und nicht so erfolgreich. Человек может заниматься, например, практикой какой-то типа цигун. Der Mensch kann vielleicht so eine Praktik wie Qigong durchführen. Но там тоже очень разные школы. Помните, мы говорили, что машины разные, то есть Mercedes и машина, сделанная в деревне, тоже могут отличаться. Da gibt's ja aber auch verschiedene Schulen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Autos sich unterscheiden können. Also und jedes Dorf baut praktisch sein eigenes Auto mit anderen Eigenschaften. И поэтому ученикам как бы могут мало рассказывать о каких-то глубоких моментах, связанных с верхними оболочками. Deshalb kann es sein, dass man den Schülern sehr wenig erzählt oder sehr wenig darüber Bescheid weiß, wie es in den oberen Bereichen, in den oberen Schichten beschaffen ist. Поэтому как бы с телом становится лучше, с эфирным телом становится лучше, даже с эмоциями становится лучше, но мысли, карма и прочее все равно остается. Deshalb kann es sein, dass es bei diesen Schülern es auf der körperlichen, emotionalen Ebene, auf der Ebene der Gefühle auf der Haut, es Verbesserungen gibt, aber auf den höheren Ebenen letztendlich sich nichts tut. Ну, у меня три высших образования, в том числе и психологическое. Ich habe drei höhere Abschlüsse, unter anderem auch in Psychologie einen. И есть такая вот психологическая известная школа NLP. Es gibt auch ein sehr bekanntes psychologisches System, das NLP, где работают с ментальной оболочкой. Das neurolinguistische Programmieren, wer davon noch nichts gehört hat, da arbeitet man speziell mit der mentalen Ebene. Хорошая система. Es ist ein gutes System. Но тем не менее, она не прорабатывает другие оболочки: эмоциональную, эфирную, телесную, кармическую. Aber diese System behandelt nicht die anderen Schichten oder Hüllen, die emotionale, die körperliche, aber auch nicht die karmische, die weiter oben ist. Если нету понимания системности и работы с энерготелами, то тогда работа, ну как бы и практика может быть в чем-то недостаточно успешной. Und wenn es kein Verständnis gibt, wenn es kein System gibt, wie das Ganze miteinander wechselt wird und arbeitet, kann die Praxis dann auch nicht gänzlich erfolgreich sein. Поэтому целостность системы, когда есть ответы на все вопросы, это очень важно. Deshalb, системность дает очень качественный результат. Deshalb ist die Ganzheitlichkeit des Systems, beziehungsweise die
das Verständnis und die Verbundenheit des Systems sehr, sehr wichtig, um voranzukommen. В процессе нашего развития, im Prozess unserer Entwicklung, мы меняем сознание. Человек начинает более широко воспринимать мир. Verändern wir auch unser Bewusstsein und die Schüler und Teilnehmer beginnen, die Welt auch anders wahrzunehmen. Потому что существует три главных способа восприятия действительности. Es gibt drei Hauptvarianten, drei Hauptfelder, wie wir die Realität wahrnehmen. Самый распространенный – это когда человек считает, что он и мир – это что-то раздельное, не связанное. Это распространенное самое. Да, 80% людей. Например. Das am weitesten verbreitete ist die Verständnis des Menschen, dass er und die Welt etwas Getrenntes sind. Also er nimmt sich so wahr, es gibt mich und es gibt die Welt. То есть человек в модели, когда я отдельно, мир отдельно, ну, например, с ним случилась та или иная жизненная ситуация, он считает, что это случайно. Его уволили с работы, это случайно. Он заболел, это случайно. У него семья разрушилась, он тоже думает, что это случайно. Он не понимает взаимосвязи. Dieser Mensch nimmt sich so wahr, dass in seinem Leben alles aus Zufällen passiert und geschieht. Wenn er zum Beispiel krank wird, nimmt er an oder versteht es als ein Zufall. Wenn er gekündigt wird, versteht er das auch als ein Zufall. Der sieht praktisch keine Verbindung zwischen sich und seiner Außenwelt. Das sind so über 80% der Menschen. Фактически находясь в клетке своего логического ума, логический ум, эго как клетка вокруг человека, и человек, получается, сталкивается со своими мыслями, со своей распавшейся энергией, сам формирует события и не осознает, и думает, что это случайно в мире происходит. Und so ein Mensch befindet sich praktisch in seinem eigenen mentalen Käfig, den er sich gebaut hat, mit seinen Vorstellungen, mit seinen Gedanken, und kann praktisch letztendlich nicht verstehen, dass alles, was mit ihm geschieht, er selber in sein Leben gezogen hat. Благодаря практике живы первой и второй ступени человек имеет возможность выйти в вторую модель восприятия, когда я и мир становятся равно. Dank der ersten und zweiten Stufe der Jiva Heilkunst kann der Mensch auf die nächste Stufe kommen, wenn er versteht und sieht, dass er und die Welt das Gleiche ist oder sind, also praktisch ein Gleichheitszeichen sind. В этой модели мира человек понимает, что меняя свое сознание, снимая распавшуюся энергию, он меняет свою реальность, он меняет те события, ситуации, с которыми он встретится в мире. Auf dieser Ebene versteht der Mensch, dass wenn er sich selbst verändert, sein Inneres und sein Bewusstsein verändert, er auf seine Außenwelt auch wirken kann. Er kann praktisch seine Realität dadurch verändern. Таким образом, за счет внутренних изменений у него получается влиять на мир. So, indem er sein Inneres verändert, kann er auf seine Außenwelt, auf seine Umwelt wirken. И вот когда мы уже говорим о третьей ступени, когда мы переходим к Живаярге, und wenn wir von der dritten Stufe sprechen, wenn wir zum Живаярга kommen, у человека настолько расширяется его энергополе благодаря медитации, wird sein Energiefeld so groß, dank der Meditation, что он находится в состоянии, которое называется «мир во мне». Er befindet sich dann in einem Zustand, in dem er die Welt in sich, in seinem Inneren wahrnimmt. Поэтому его оболочки настолько расширены, что вся планета может находиться внутри него. Seine Körper und Hüllen sind so groß, dass die Welt, praktisch die Weltkugel, sich in seinem Inneren befinden kann. Его государство, его бизнес, его семья, они чувствуются как внутри него. Sein Land praktisch, sein Business, er nimmt es so wahr, als würde das in seinem Inneren sein. Исходя из этого, у человека возникает некое чувственное восприятие, то есть он заранее считывает информацию. Und aus diesem Grund beginnt er vorzeitig eine Information abzulesen, abzuscannen. Er hat ein Gefühl, was jetzt als nächstes passieren wird. И поэтому до того, как
проблемные ситуации произошли, он принимает правильное решение, чтобы они не произошли или произошли благоприятно для него. Und so kann praktisch im Vorfeld, wenn sieht, eine Situation wird bald kommen, dass rechtzeitig gegensteuert, dass diese Situation ausweicht, beziehungsweise sie minimisiert, aufgelöst wird oder ihn sogar zum Erfolg führt, anstatt den Problem zu machen. Он начинает действовать на уровне тонких оболочек, уже не просто ожидая, что мир ему даст, а заранее формируя таким образом, чтобы все было гармонично. Und so kann über seine höheren feinstofflichen Ebenen im Vorfeld wissen und erkennen, was auf ihn zukommt, und so praktisch das Ganze regeln und steuern, das, was auf ihn zukommt. Ну и в конечном состоянии вот это, когда мы называем мир во мне, оно должно привести человека к просветлению. То есть поскольку мы воспринимаем любую нашу жизнь, все, что бы мы ни делали, это все равно путь духовного развития. И поэтому конечная цель – это просветление, раскрытие единства со Всевышним. И, соответственно, именно благодаря этому, ну, будем сказать, что наша жизнь будет максимально успешной. Потому что успех – это не просто материя, это реально духовное достижение, которое остается с нами навсегда во всех воплощениях. Und letztendlich muss der Mensch verstehen, wenn sich auf der dritten Ebene besteht, dass das ihn auch zur Erleuchtung führt. Und diese dritte Stufe soll den Menschen auch zur Erleuchtung führen, zu einem harmonischen Leben, zu einem Gefühl vom Ganzsein mit dem Universum, mit der Schöpfung und letztendlich auch Erfolg haben, weil Erfolg ist nicht eine Errungenschaft, sondern ein gewisser Zustand, den man erreicht hat, und dieser Zustand bleibt einem dann fürs ganze Leben. Ну, я как бы рассказал вкратце все то, что я хотел рассказать. Сейчас уже то время, когда я с удовольствием готов ответить на ваши вопросы. Ich habe in Kürze euch das alles erzählt, was ich heute euch erzählen wollte. Jetzt bin ich bereit, auch auf eure Fragen zu antworten. Там, если есть какие-то записанные вопросы или... Habt ihr Fragen? Vielleicht, ihr könnt auch Fragen in den Chat stellen, wenn ihr möchtet, oder Mikro anschalten und direkt fragen. Okay, Sabine, du darfst. Ja, also meine Frage, das Mikro da, ja. Meine Frage ist folgende. Ihr sagtet ja, ihr könnt ja die sagen, also ihr könnt sagen, wie der Mensch auf die Welt gekommen ist und wie der Mensch von der Welt geht. Meine Frage liegt jetzt darin, ist es vorprogrammiert, wie alt man wird oder werden kann? Ее вопрос идет о том, что вы говорите, что у вас есть ответы на вопросы, как человек приходит в этот мир и как он уходит из этого мира, то есть его предназначение. Существует ли такое, что для человека предназначен и срок его жизни, то есть сколько он будет жить, предназначено заранее? Я, когда говорил о том, что существуют ответы на вопросы, это имеется в виду с точки зрения традиции, есть видение этого, понимание. Also als ihr gesprochen hat, dass er oder die Schule Antworten auf alle Fragen hat, war damit auch die Tradition gemeint und ein gewisses Verständnis des Ganzen. Когда мы входим в материю, у нас есть предопределенное время, которое нам суждено прожить. Wenn wir in die Materie gehen, praktisch unsere Seele, haben wir eine gewisse Zeit, für die uns bestimmt ist, sich in dieser materiellen Welt aufzuhalten. Но оно не является твердо определенным. Aber diese Zeit ist nicht fest bestimmt. Если мы будем вести более здоровый образ жизни, wenn wir eine gesündere Lebensweise führen, соблюдать духовную и телесную чистоту, wenn wir eine spirituelle und körperliche Reinheit pflegen und aufrechterhalten, исполнять свое предназначение, wenn wir unserem Dharma, unserer Vorbestimmung folgen, мы можем очень увеличить время своей жизни. Können wir diese Zeitspanne um einiges vergrößern bzw. verlängern, in der wir praktisch hier existieren. Это как в шахматах. Шахмата, пешка, она была пешкой, но если она дошла до того края, она может стать ферзем.
Das ist ähnlich wie im Schach, wenn ein Bauer praktisch auf der Linie ist des Gegners, praktisch wird er zu einem Fürst oder zu einer halt höher gestellten Figur. И наоборот, если человек живет неосознанной жизнью, andersrum ist es auch, wenn der Mensch ein unbewusstes Leben führt, разрушает свое тело, zerstört seinen Körper, разрушает свое сознание, zerstört sein Bewusstsein, тогда он может умереть намного быстрее. Kann er viel eher sterben, als für ihn vorbestimmt war. Попробуйте машину вместо бензина заправлять, ну, например, водкой с песком. Сколько она будет ездить? Probier zum Beispiel das Auto statt Benzin mit Wodka und Sand, also Wodka und Sand in den Sand zu füllen und schaut, wie lange das Auto dann fahren wird. Ja, ist verständlich. Okay. Поэтому всегда есть оптимальное и неоптимальное. Если мы придерживаемся оптимального пути, то всегда мы можем прожить дольше, быть более счастливы, более гармоничны и наоборот. Es gibt einen Optimalzustand und den Nicht-Optimalzustand. Wenn wir uns an den Optimalzustand halten, können wir ein längeres Leben führen und andersrum natürlich auch. Mhm. Gut, danke. Okay, das heißt also, mit Anna, also wenn noch kurz eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt diese Lehre machen, besteht ja auch die Möglichkeit, vergangene Fehler, die man jetzt ernährungsmäßig gemacht hat, die irgendwie passiert sind oder aus irgendwelchen Gründen ja zu reinigen oder zu heilen, ist ja dann möglich, ne? Wenn man das jetzt lernen wird. Hast du, Sabine, gemeint, ob das jetzt möglich dadurch ist oder nicht möglich ist? Dass es möglich ist. Она спрашивает, ну, ошибки, которые уже, ну, там, далеко за спиной, ошибки прошлого, что касается питания, неправильного образа жизни, если человек находится здесь на курсе, на обучении, может ли он тоже это исправить и исцелить вот эти все ошибки прошлого? Что он делает с здоровьем? Ошибки могут быть разные, но значительно улучшить, ну, например, если у человека почку вырезали, да, то, например, восстановить почку, чтобы она выросла заново, это будет трудно. Теоретически возможно, но очень трудно. Also es gibt ja unterschiedliche Fehler, die man in der Vergangenheit begangen hat. Das kommt ja auch letztendlich darauf an, in welchem Zustand man sich jetzt befindet. Natürlich kann man den eigenen Zustand um einiges verbessern, aber wenn man vielleicht sogar schon eine Niere heraus hat oder irgendwie ein Organ ganz kaputt ist, dann ist das ist zwar möglich, aber das wird dann um einiges schwieriger sein. Also kleinere Fehler kann man eher und mit leichterem Aufwand ausmerzen und größere Sachen, das bedarf natürlich mehr Aufwand. Другие вопросы легче решаются. Например, печень легче восстановить, отношения легче восстановить, бизнес создать легче, жизнь продолжить легче это сделать. Also man muss es eher so verstehen, durch die Ausbildung und durch die Praxis wird es leichter fallen, zum Beispiel die Leber zu heilen, es wird leichter fallen, die Beziehung zu heilen, es wird leichter fallen, den Business wieder aufzubauen. Das ist praktisch so als eine unterstützende Maßnahme für die Lebensaufgaben. Okay. Und dann die eine Sache noch mit den, ja, dieser Linie, die man mitnimmt, dieses Karma oder wie man es auch immer nennen möchte, ist da jetzt zum Beispiel die sogenannten Erbkrankheiten, von denen man ja spricht, sind die auch dabei? Bekommt man das auch mit? Ist das schon sowas in der Art? Есть такое, что болезни по наследству, которые человек получает. Как они связаны вот с этой линией, которую ты нарисовал, вот, ну, линия своей дхармы или линия своего предназначения? Мы с вами говорили о том, что у нас есть родовая карма. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir das Familien- oder das Stammeskarma haben. Genau. Болезни, которые мы получаем по наследству. Das sind unter anderem auch die Krankheiten, die wir vererbt bekommen haben. С помощью энергии, с помощью изменения сознания, мы все равно можем на них влиять. Mit der Energiearbeit, mit der Arbeit der Veränderung unseres Bewusstseins können wir letztendlich schon darauf Einwirkung nehmen. Ну, мы не боги, поэтому все равно, конечно же, есть ограничения, но все очень поддается исцелению, очищению, гармонизации и значительным изменениям.
Wir sind zwar nicht Götter, wir haben nicht unendliche Fähigkeiten, Möglichkeiten, aber nichtsdestotrotz lässt es sich auch mit diesen Sachen gut arbeiten, gut praktizieren und ja, wir arbeiten auch in diesem System daran, an solchen Fragen. В то же время надо понимать о том, что есть то, что выступает нашей судьбой и нам суждено с этим прожить. Wir müssen letztendlich aber auch verstehen, dass einige Sachen unser Schicksal sind. Und wenn es unser Schicksal sind, müssen wir diese Sachen verleben, praktisch und durchleben. И поэтому это тоже надо научиться принять это. Und man muss auch lernen, in manchen Fällen das anzunehmen. Только когда мы принимаем свою наследственную болезнь, принимаем и готовы с ней прожить всю жизнь, только тогда мы от нее можем потихоньку исцеляться. Es ist auch so, nur in dem Fall, wenn wir diese Erbkrankheit annehmen, sie akzeptieren und bereit sind, unser ganzes Leben damit zu führen, ab da kann der Heilungsprozess starten. Может быть, очень тяжелые события, ну, например, ДЦП у ребенка. Es kann auch sehr schwierige Krankheiten sein beim Kind zum Beispiel. Если он будет заниматься живо и он не умеет говорить, он может научиться говорить. Wenn das Kind nicht sprechen kann, wenn dann die Jiva Energie oder die Jiva Techniken praktiziert, kann, то есть сам ребенок, если будет практиковать. И сам ребенок, и мама ему будет помогать, он этого может научиться. Wenn die Familie das beginnt zu praktizieren, die Mutter und das Kind auch, dann kann es sein, dass das Kind trotz dieser Krankheit auch sprechen lernt. Но говорить о том, что это уйдет навсегда, aber davon zu sprechen, dass das für immer verschwinden wird, это надо быть Богом. Dazu muss man Gott sein. Okay. Okay, danke, Mann. Bitte. Вопрос про переводы в чате, но я это от себя отвечу, перевод материала. Zum Übersetzen des Materials, da sind wir da dran, es wird sicherlich auch Skripte, Übungsanleitungen auch auf Deutsch geben. Also wir haben teilweise auch schon was übersetzt und ich werde mich dran machen, auch die nächsten Wochen auch weiter Material zu übersetzen. Я буду давать материалы, соответственно, они будут переводиться, но у вас будет видеозапись, и вы сможете эту запись просматривать и на ней практиковать, потому что много о чем мы будем говорить, их просто не существует в записанном виде. Also Wladimir wird Material an uns weiterleiten, welches wir übersetzen und auch unter den Teilnehmern verteilen werden. Aber es wird auch die Videoaufnahmen geben, praktisch wenn man es zum Kurs nicht schafft. Und die Videoaufnahmen kann man noch einmal durchschauen, auch für Leute, die dabei waren an dem Mittwoch. Praktisch, weil im Videomaterial wird viel mehr Wissen vermittelt und viele Kenntnisse, die noch nicht niedergeschrieben sind. Для энергии не существует времени и расстояния. Для энергии gibt es keine Zeit oder Raum. Поэтому можно делать посвящение онлайн. Deshalb kann man auch diese Einweihung online durchführen. И дистанционно друг другу помогать, даже если мы находимся в разных городах и разных континентах. Und auf Entfernung uns gegenseitig als Gruppe unterstützen, uns gegenseitig helfen, auch wenn wir uns auf verschiedenen Kontinenten befinden sollten. Человек, который занимается в группе практикующих, вся группа, когда есть необходимость, может ему помогать и поддерживать. Ein Teilnehmer oder Schüler, der in einer Gruppe praktiziert, wenn dann Hilfe der Gruppe und Unterstützung braucht, wird sie immer bekommen. Что делает занятия еще более ценными. Was diese Gruppenveranstaltung noch wertvoller macht. Потому что если что-то, с чем не может справиться человек сам, то когда это дело медитирует группа, она ему может помочь преодолеть этот рубеж и достичь большего успеха. Es gibt vielleicht eine Gelegenheit, mit der der Einzelne selber nicht klarkommt, sie nicht bewältigen kann, aber wenn man dann die Gruppe zu Hilfe bittet oder wenn man sich zusammenschließt, kann die Gruppe dieses Anliegen tatsächlich bewältigen. Еще, может быть, будут вопросы. Noch Fragen? Ja. Ja. Hört man mich? Ja. Erstmal herzliche Grüße an Wladimir. Schön, ihn auf diese Weise wieder zu treffen.
Werden wir auch irgendwie mit Symbolen arbeiten, unsere Rituale, weil Meditation ist ja auch wie ein so ein Ritual, so ein Alltag, was man einpflegt. Gibt es auch noch andere Rituale und Symbole? Verwendet er sowas, slawische Symbole oder so? Будет ли работа с славянскими символами или с определенными ритуалами? Ну, по запросу, если будет у вас такой запрос, конечно, будем делать. Wenn ihr die Anfrage stellt, werden wir das natürlich machen. У нас на самом деле есть еще одна как бы вот ветвь обучения, которая называется, ну, славянская волжба или славянская магия, то есть это некий путь любви и служения, когда мы через обряды, через такие духовно-магические вещи, там и тоже работаем и с исцелением, и с прославлением божеств, ну, как яги, таким вот образом. Wir haben ja auch noch... Мы будем добавлять это, вплетать в нашу школу. Wir haben ja noch einen Ausbildungszweig, welcher sich speziell um Rituale dreht, das wird als slawische Magie bezeichnet oder übersetzt, so eine Richtung jetzt neben Jiva und Jiva Yarga, wo man ja, Rituale, also Arbeit mit magischen Symbolen und so weiter, Arbeit praktisch als Dienst an der Gesellschaft oder ja, Dienst dem Schöpfer gegenüber, wenn man, wie man das auch den anderen Systemen auch kennt, aus den Yoga-Systemen zum Beispiel, das ist praktisch in dieser slawischen Magie oder Zauberkunst. Для примеру, с 28 на 1 число, вот 1 марта, будет Великая Ночь Велеса, или то, что на санскрите еще называется Маха-Шиваратри. Also in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März ist ja die Nacht des Gottes Veles in der slawischen Kultur, was man jetzt in Indien als Mahashivaratri bezeichnet. То есть в нашей традиции это Велес, а в индийской традиции его называют Шива. Also in der slawischen Tradition ist es Gott Veles, in der indischen Tradition Gott Shiva. Он отвечает за разрушение зла, разрушение кармы. Er ist verantwortlich für die Zerstörung des Bösen oder für die Zerstörung des Karma. И вот в этот день считается очень благоприятным днем для того, чтобы изменить свою жизнь, улучшить ее, очиститься. Das ist ein sehr günstiger Tag, wenn man tagsüber gewisse Praktiken durchführt, um sich zu verbessern, sich zu reinigen, das Leben zu verbessern. Поэтому рекомендую вам эту ночь провести в молитве. Deshalb empfiehlt er, als ich habe es am Tag falsch akustisch gehört, die Nacht in Gebeten zu verbringen, die Nacht vom 28. auf den 1. ist ja sehr günstig dafür. Есть те временные периоды, когда идет схождение божественной силы, и если с ней соединиться, то тоже очень много можно достичь. Es gibt gewisse Perioden, Zeitabschnitte, wo sehr viel göttliche Kraft auf die Erde herunterströmt und wenn man sich jetzt mit dieser Kraft verbindet, ist die Praxis sehr effektiv. Божественный мир, он всегда готов помогать тем людям, которые развиваются, которые действительно практикуют. Знаете, вот когда ребенок хорошо учится, то ему родители хотят помогать. Die göttliche Welt ist sehr wohlwollend den Menschen gegenüber, die sich entwickeln möchten, die praktizieren. Das ist so ähnlich wie ein Kind, wenn es gute Schulnoten bringt, wird es von den Eltern auch unterstützt und bekommt auch gewisse Geschenke dafür. Поэтому кроме личной практики очень важно, как говорится, взаимодействие с божественным, паломничество на святые места, то есть это всегда очень полезно. Deshalb ist neben der eigenen Praxis auch bestimmte Pilgerreisen an heilige Orte und bestimmte Gebetspraktiken, die Verbindung mit dem Schöpfer sind auch äußerst wichtig. Okay, gut, danke schön. Bitte schön. Ja, gut, eine Frage habe ich noch. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt laufen schon der Kurs ein oder zwei Monate, kann man jederzeit einsteigen? Also weil ich, ja, wenn ich jetzt andere Menschen davon zum Beispiel erzähle, können die dann trotzdem jederzeit einsteigen? Если курс уже идет, можно ли заступить на курс там через 2-3 месяца новичкам, когда уже там группа определенная добилась уровней? Когда у нас получается, что группа уже идет и есть новички,
то всегда есть, ну, назовем это так, вот как я это делаю с теми, с которыми сейчас занимаются. У меня уже есть видео записано, например, базового семинара, там, первой ступени, там, модуль А. И вот он там, например, его получил, и он самостоятельно изучает, но уже продолжает практиковать с теми, которые вот прямо сейчас занимаются. Поэтому я думаю, что ну, у нас тоже, по-моему, есть записанный живо один модуль А на немецком. У нас теория записана, даже есть в открытом доступе немножко вступления, но полностью весь семинар надо мне... Вот ему просто... этого теории ему хватит, да, теория, а на практику есть, с нами не работает. Also das ist ja so, er hatte auch in seinen russischsprachigen Gruppen so, es gibt ja Videoaufzeichnungen und wenn einer quer einsteigt, der kann praktisch rückwirkend sich ein bisschen ein Bild darüber machen, Theorievideos anschauen, aber parallel gleichzeitig auch mit der Gruppe dann die Live-Veranstaltungen besuchen. Okay. Also möglich ist es auf jeden Fall, ja. Gut. Dankeschön. Bitteschön. Хорошо. Еще от меня небольшой вопрос. Что нас ждет в следующий раз, в следующую среду? У нас также открытое мероприятие будет. Ну, вы можете сформировать ряд вопросов, на которые я буду отвечать. То есть сейчас мы сделали, ну, как бы общее общение, а там вы можете сформировать, и я могу поработать под эти вопросы и дать больше практики какой-то, ну, или там конкретно что-то там поделать. Genau. Der nächste Mittwoch ist ja auch als offene Veranstaltung zugänglich für alle geplant. Ihr könnt euch bis nächsten Mittwoch Fragen aufschreiben, Themen, über die ihr sprechen wollt. Und dann wird Wladimir im ersten Teil auf eure Fragen eingehen, die Themen, die euch interessieren, nochmal besprechen. Und wir werden dann auch die eine oder andere Praktik ausprobieren, dann hier in der Gruppe. Ну и вообще, когда мы говорим про обучение, то я не люблю, когда обучение идет каким-то формальным. Я люблю, когда оно душевное, когда мы как вот одна семья. Also, wenn man über Ausbildung spricht, mag der Wladimir nicht, wenn das zu formal ist, sondern wenn wir uns wie eine Familie treffen, wie praktisch ja Bekannte oder Freunde treffen und das auf der ja, seelischen Ebene, auf der Herzebene dann alles stattfindet. Поэтому сначала мы всегда решаем те вопросы, которые возникли у людей на протяжении недели, или у них возникли какие-то желания с вот этим поработать, а потом идем, ну, по программе, которая запланирована. Deshalb läuft es so ab, dass man am Anfang der Stunde immer Probleme, Anliegen und Fragen der Teilnehmer bisschen durchnimmt, darüber spricht und so weiter und erst dann wenn die ganzen Ungereimtheiten beseitigt sind, praktisch beginnt man dann mit der Theorie, mit der Fortführung der Stunde. Поэтому у вас есть возможность непосредственно задавать свои вопросы, и, соответственно, мы соберем эти вопросы и построим наше следующее занятие с ответами на эти вопросы. Deshalb könnte... Группа конкретно занимающихся людей, ну там в WhatsApp или Viber, и вот, вот эта группа, и там туда они уже могут сбрасывать свои вопросы, и там, соответственно, готовы. Ihr könnt die Fragen in der WhatsApp-Gruppe, in der WhatsApp ist ja das speziell für Jiva, in der Gruppe die Fragen stellen, im Vorfeld auch, oder dann zu dem Zeitpunkt, wenn sie auftauchen, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben mit der Frage, mit dem Anliegen, oder dann über Telegram. Also die Gruppen sind jetzt noch alle offen und wenn dann die Ausbildung beginnt, dann machen wir eine geschlossene Gruppe für die Teilnehmer, die sich angemeldet haben. Bisher говорю, сейчас пока еще все группы открыты, открытого доступа, когда начнем уже обучение конкретно для тех, кто записался на обучение. Oh, да, это будет отдельно закрытая группа людей, только которые записаны, и это группа, ну, как бы с обучающими материалами, с вопросами, задачи, то есть вот это наше. Also die geschlossene Gruppe, in der werden dann Materialien, praktisch Texte, Beschreibungen auf Deutsch veröffentlicht, Fragen der Teilnehmer und praktisch dann auch die wird die Kommunikation stattfinden und die Links für Zoom, für die Zoom Calls wird es dann auch nur in dieser geschlossenen Gruppe geben. Gut. Хорошо. Есть еще, может быть, что-то, что хотелось спросить? Vielleicht noch jemanden, wer was auf dem Herzen hat.
планируем, что наши занятия будут порядка 2 часов. То есть, ну, вот как бы 2 базовых часа, если надо, как бы будем растягивать до 2,5. То есть, как показывает опыт, это оптимальное время для того, чтобы поработать, задать вопросы. Но не школьных, не академических часов, а по 60 минут 2 часа. Да, по 60 минут, да. Also, ihr müsst euch auch darauf einstellen, dass eine Einheit circa 2 Stunden dauern wird, wenn es sein muss, auch ein bisschen länger, weil man tatsächlich so viel Zeit braucht, um das Ganze zu besprechen, auf die Antworten einzugehen, die Praktiken durchzuführen und so weiter. So, ihr müsst schon auch mit so viel rechnen oder euch so viel Zeit einplanen. Хорошо. Ну, насколько я понял, на сегодня тогда вопросов больше нет. Окей, so, wie ihr das versteht, gibt es keine Fragen mehr für heute? Ja, jetzt habe ich noch kurz eine Frage. Also, die Zeit einplanen ist gar kein Problem. Also jetzt bei mir mal zumindest nicht. Das, die Konzentration auf der Zeit. Also ich denke, dass wir dann, wenn wir da jetzt sprechen, ich glaube wohl, dass dann der Energiepegel doch so hoch sein wird, dass man auch die 3 Stunden durchhält, oder? Ja. Ну, она говорит, что с концентрацией, наверное, чтобы вот 2 часа следовать сказанному, что-то практиковать, она думает, что может у нее или там не у всех хватит концентрации, чтобы продержаться. Или... Я говорю о том, что большой опыт у меня, и поэтому это оптимальное время, и людям, наоборот, очень интересно, очень, скажем так, вдохновленно, и они вообще еще и расходиться не хотят. А тут еще дело в том, что тут еще у нас будет идти некоторое время, потому что на перевод, поэтому все будет отлично. Also Vladimir sagt, also hat sehr große Erfahrung darin und sagt, 2 Stunden sind optimal und wenn man zusammenarbeitet, sind alle Teilnehmer begeistert, energiegeladen und wollen sogar oft noch mehr und wollen auch gar nicht auseinandergehen, wenn es dann sich zum Ende neigt und so weiter. Also das kann man schon durchhalten. Gut, ja. Ich weiß, es ist vielleicht, manche finden es vielleicht ein bisschen witzig, aber es ist einfach so, dass mir das wichtig ist, weil ich ja auch mitkriegen will, weil sonst muss ich mal überlegen, ob ich mir vorher noch 1 Stunde hinlege oder sonst irgendwas, dass man dann einfach fit genug ist. Deswegen war das jetzt die Frage, aber ich habe es wahrscheinlich vermutet, dass die Schwingung dann schon hoch sein wird und klar, dann kann ich bis Mitternacht machen, wenn es danach geht. Ne? Gut. Окей. Okay. Ну, она понимает, она говорит иначе, она, если ей будет это слишком долго казаться, она будет чуть-чуть отдыхать до курса, чтобы потом, ну, в полном сознании, в трезвом и внимательно все слушать, исследовать. Ей очень важно, чтобы она ничего не пропустила, то есть, чтобы у нее концентрация была полностью. Все будет отлично, потому что, если надо, я еще раз это расскажу, еще раз это повторю. Кроме того, само обучение так построено, что человек будет отдыхать во время обучения. Это сейчас, ну, чуть-чуть я логику напряг, потому что надо было объяснить какие-то понятия. Так. Also, er meint auch, dass man kann genug, also man hat genug Zeit, um Fragen zu stellen, wenn etwas nicht deutlich ist, wenn etwas wiederholt werden sollte, dann jederzeit gerne. Man kann, wie gesagt, 2-3 Mal drauf eingehen und dann ist so eine Praxis, so eine Einheit letztendlich auch ein bisschen was Erholendes und man tankt da tatsächlich Energie. Es war nur heute etwas anstrengend, weil es nur Theorie war und es auch neu war und trotzdem, und aus diesem Hintergrund war es vielleicht ein bisschen anstrengend, aber die richtige Ausbildung, die sollte dann leichter von der Hand gehen, die 2 Stunden. Еще вопрос в чате. Микрофон и камера нужна для обучения? Вот так, как вы сидите, вам больше ничего не надо. Вы можете только этим заниматься. Also so mit Kamera und Mikrofon ist jetzt nicht zwingend notwendig. So wie ihr jetzt da seid, könnt ihr auch mitmachen, kommunizieren, wer kein Mikrofon hat, über Chat. Но они в чате вот задают вопрос, если у кого нету микрофона, может так написать вопрос. Я тут читаю и перевожу. Конечно, можно написать вопрос без вопросов. Also geht auch so, wie gesagt, auch im Chat kommunizieren oder wer sich nicht traut, kann in den Chat schreiben und so weiter. Also da sind alle Möglichkeiten stehen uns hier zur Verfügung. Еще раз говорю, обучение это не что-то формальное, это то, что для души делается, то, что делается для глубины, для радости, для счастья. И поэтому
Наша задача снять напряжение, раскрыть душу, и тогда вы сами, у вас все будет складываться, и вы отдыхать будете лучше, и понимать, что делать, и воспринимать. Если надо, разберетесь и с техническими вопросами, и с любыми. Und er betont es nochmal, sieht die Ausbildung nicht als eine Formalität, sondern etwas, was von der Seele kommt und auf der Ebene des Herzens passiert. Wie gesagt, dass man sich dabei erholt, aufladet, alles Negative abstreift und so weiter. Es soll halt letztendlich Spaß machen, der Seele gut tun, darum geht es in erster Linie. Еще вопросы? Noch Fragen? Ну, давайте, может быть, тогда сделаем какую-то такую легкую практику. Dann lasst uns eine отдохнем, да, eine leichte Praxiseinheit noch durchführen, uns ein bisschen erholen. То есть вне зависимости, есть настройка живы, нет настройки живы, мы так в общем потоке поработаем. Unabhängig, ob ihr jetzt diese Einweihung schon bekommen habt und bei der Ausbildung я попрошу переводить. Ich bitte auch um Übersetzung. Ich постараюсь как бы ту же самую интонацию ловить, да? Хорошо. Сядьте так, чтобы вам было удобно. Setzt euch hin, dass ihr es bequem habt. Зову свет изначальный. Wir rufen das ursprüngliche Licht. Матушка жива, приди. Mütterchen жива, komme zu mir. И положите ручки на коленки. Legt euch die Handflächen auf die Knie. Позвольте расслабиться мышцам лица. Lasst die Gesichtsmuskeln entspannen. Мышцам рук. Lasst die Arme entspannen. Мышцам туловища. Die Muskeln des Oberkörpers. Позвольте расслабиться мышцам своих ног. Lasst auch die Muskulatur der Beine entspannen. Направьте свое внимание себе в солнечное сплетение. Richtet die eigene Aufmerksamkeit in das ins Solarplexus. Позвольте своему сознанию опуститься в солнечное сплетение, когда мы начинаем воспринимать мир прямо из солнечного сплетения. Lässt das Bewusstsein in den Solarplexus wandern und die Welt aus dem Solarplexus heraus wahrnehmen. Воспринимая солнечное сплетение свое тело, позвольте себе расслабиться еще больше, максимально расслабиться. Und wenn ihr so aus dem Solarplexus den Körper und die Welt wahrnehmt, lasst den Körper sich noch mehr entspannen. И почувствуйте, что уже прямо сейчас вы соединены и с небом, и с землей. Und stellt euch vor, dass ihr bereits jetzt mit dem Himmel und mit der Erde verbunden seid. Позвольте из своих стоп выпустить корни, как у дерева, которые идут к центру Матери Земли. Lasst Wurzeln aus euren Fußsohlen schlagen und die Wurzeln verbinden sich mit Mutter Erde. Мы начинаем увеличиваться в размере. Wir beginnen auch uns zu vergrößern. Наше тело становится все больше и выше. Der Körper wird größer und höher. И солнце опускается нам в макушку и опускается в солнечное сплетение. Und die Sonne dringt durch unseren Kopf in unseren Solarplexus. Наши волосы открываются в безбрежный океан света. Unsere Haare öffnen sich nach oben Richtung einem unendlichen Ozean aus Licht. Океан энергии жизни и любви. Einem Ozean aus Energie des Lebens und der Liebe.
И мы начинаем вдыхать энергию и сверху, и снизу одновременно. Und wir beginnen die Energie von oben und von unten gleichzeitig einzuatmen. Через крону и через корни. Über die Krone von oben, über die Wurzeln von unten. И выдыхаем через каждую пору нашего тела. Und atmen durch jede einzelne Pore unseres Körpers aus. И позволяем еще больше расслабиться нашему телу. Und lassen den Körper noch mehr entspannen. Еще больше расслабиться из глубины в голове. Lassen unseren Kopf noch tiefer auch aus dem Inneren entspannen. Плечи, руки расслабляются. Entspannen die Arme und die Schultern. Туловище, ноги. Oberkörper, die Beine. Мы вдыхаем энергию через макушку и через стопы и выдыхаем изнутри себя наружу. Wir atmen oder nehmen die Energie auf von oben durch die Krone, von unten durch die Wurzeln. Führen Sie zum Zentrum und atmen Sie aus dem Zentrum durch alle Poren aus. Почувствуйте, где у вас возникает напряжение и каким местам нужно уделить больше времени. Fühlt, wo ihr vielleicht eine Verspannung wahrnehmt, welche Körperstelle ihr mehr Aufmerksamkeit widmen müsst. Может быть, у вас есть какое-то больное место в теле. Vielleicht habt ihr irgendwo einen. Изнутри наружу мы выдыхаем бело-золотым потоком энергии и промываем его. Einen Bereich im Körper oder eine Stelle, die gerade Schmerzen empfindet, und wir durchspülen diese schmerzende Stelle mit dem Licht aus dem Inneren. Мы стараемся добиться тотального расслабления в этом месте. Wir versuchen auch eine totale Entspannung in dieser Stelle zu erreichen. Позвольте себе видеть, представлять бело-золотой поток энергии. Versucht dieses golden-weiße Licht von Energie vorzustellen, es richtig zu sehen. И мы промываем это место. Und wir spülen diese schmerzhafte Stelle aus. Если у вас есть какой-то больной орган или сустав, wenn ihr vielleicht irgendwo ein krankes Organ habt oder ein Gelenk, наполняя его энергией, поговорите с ним мысленно, как с ребенком. Füllt diese Stelle auf mit Energie und spricht mit ihm ganz sanft wie zu einem Kind. Скажите этому органу или этому месту, что вы его любите. Sagt dieser Stelle oder diesem Organ, dass ihr ihn liebt. Что вы благодарны ему за то, что он служит вам, этот орган или это место в вашем теле. Und sagt ihm, dass ihr dankbar dafür seid, dass dieser Organ oder diese Stelle euch dient. И сейчас вы даете ему поток энергии жизни для того, чтобы он мог исцелиться. Und ihr schenkt jetzt dieser Stelle oder diesem Organ mehr Energie, mehr Licht, damit es ausheilen kann. Очиститься или гармонизироваться. Sich zu reinigen und sich zu harmonisieren. И вот некоторое время мы продолжаем вдыхать энергию через макушку, через стопы и выдыхать через это место. Und einige Zeit atmen wir wieder durch den Kopf, nicht wieder, sondern weiter durch den Kopf, durch die Füße ein und atmen durch diese schmerzende oder kranke Stelle aus. Вдох, выдох. Ein- und ausatmen. Вдох, выдох. Und wieder ein- und ausatmen. Thank you.
Позвольте себе увидеть, что это место или этот орган полностью исцеляется и восстанавливается. Stellt euch vor und ihr visualisiert, dass diese Stelle oder dieses Organ sich vollständig regeneriert. Увидьте это место, этот орган полностью исцеленным. Sieht dieses Organ oder diese Stelle vollkommen geheilt. Позвольте себе посмотреть, представить свое будущее и увидите себя, что вы уже идете исцеленными, более стройными, здоровыми, с той решенным тем вопросом, над которым вы работаете. Erlaubt es euch, auch euch in der Zukunft zu sehen, wo ihr voranschreitet mit dieser gesunden Stelle, mit diesem gesunden Organ, wo ihr auch Richtung Erfolg geht. Мы очень ясно и четко видим себя, что наша трудность уже решена. Мы наполнены золотым светом, мы счастливы. Увидьте себя такого. Und erlaubt es euch, sich selbst zu sehen, so geheilt, gefüllt mit Licht, glücklich, gesund, vor allem die Stelle, die ihr jetzt gerade behandelt habt. Мы вдыхаем энергию одновременно через макушку и через стопы и выдыхаем через ладошки. И через ладошки мы как фарами светим, наполняя этот образ светом, бело-золотым светом. Noch einmal die Vorstellung, wie ihr ein- und ausatmet, dieses golden-weiße Licht von oben und von unten aufnimmt, Energie des Himmels und der Erde und aus den Handflächen wie aus Scheinwerfern heraus ihr diese Stelle anleuchtet. Und jetzt noch mehr Energie da rein bekommt, da reinbringt. Мы посылаем и наполняем энергией и чувствуем, как она идет. Wir fühlen diesen Bereich oder dieses Organ mit Energie auf. Wir spüren, wie diese Energie fließt. В какой-то момент вы можете почувствовать, что орган, что уже этот образ наполнен, что уже энергия не идет в него. Ihr fühlt vielleicht an einer Stelle, dass dieses Organ bereits aufgefüllt ist oder die Stelle bereits aufgefüllt ist und so, dass sie voll ist, dass keine Energie mehr hineinströmen kann. И тогда мы начинаем наполнять полем света. Все вокруг нас, то есть место, где мы работаем, свой дом, семью, вообще, где мы бываем, мы создаем поле гармонии вокруг себя, во всех местах, где мы ходим, где мы проявляемся. Und weiterhin stellen wir uns vor, dass wir mit diesem Licht alle Bereiche unseres Lebens auffüllen, diese Energie in unsere Beziehung, in unsere Familie strömen lassen, in unseren Arbeitsplatz, an jeden Ort und Stelle, wo wir uns befinden oder aufhalten. Позвольте себе увидеть себя как солнце, где вы ходите, там вокруг вас свет, люди радуются, счастливы. Versucht euch auch als eine Sonne zu sehen oder zu betrachten, dass die Menschen, die euch umgeben, auch glücklich sind, auch leuchten. Вы привлекаете к себе самые лучшие ситуации, события, самых лучших людей.
ihr zieht die besten Situationen, die besten Menschen in euer Leben. И общее поле вашей жизни гармонизируется. Und das gesamtheitliche Feld eures Lebens beginnt sich zu harmonisieren. Сейчас мы наполняем все это поле бело-золотым потоком энергии жизни, энергии творения. Und dieses ganze Feld füllen wir jetzt auf mit Energie des golden-weißen Lichts, mit der Energie der Schöpfung. И видим, что на протяжении целой недели вам будет сопутствовать успех, удача, гармония. Und wir sehen, dass uns eine ganze Woche lang mindestens, also bis zum nächsten Mal, Energie, Erfolg, Glück begleiten werden. Позвольте себе увидеть, что те задачи, которые вызывали у вас заботы, страх, они легко решаются на протяжении недели. Визуализирует auch, dass irgendwelche Ängste, Sorgen sich alles auflöst. Also Sachen, die euch innerhalb der nächsten Woche begegnen können, werden alle ins Positive umgewandelt. Мы наполняем энергией жизни все поле вокруг себя, создавая гармонию, счастье и радость. Wir fühlen diese Lebensenergie mit dieser goldenen, leuchtenden Energie, das ganze Lebensfeld, das Lebensumfeld und fühlen es mit Harmonie und mit Glück. Я помогаю вам и поддерживаю вас. Ich helfe Ihnen und unterstütze euch. И вот мы уже можем почувствовать, что уже поле гармонии определенным образом сформировано. Und wir fühlen jetzt bereits, dass dieses Feld der Harmonie bereits eine Form angenommen hat. И мы обращаемся к Живе, как к проявлению сознания Бога, чтобы она в постоянном режиме на протяжении недели поддерживала это поле гармонии. Und wir wenden uns an das Shiva, an die göttliche Energie, damit die Shiva Energie mit ihrer Kraft uns die folgende Woche unterstützt. Переносим внимание на тело, чувствуем себя здесь и сейчас, напрягаем мышцы рук. Die Aufmerksamkeit wieder zurück in den Körper. Wir fühlen uns jetzt hier und jetzt, spüren unsere Hände, spüren die Füße. Напрягаем все свое тело. Втянули корни назад. Вернули свое нормальное состояние. Kommen in unserem Körper wieder zurück, ziehen die Wurzeln wieder zurück, werden wieder so groß wie der Körper in unserem ursprünglichen Zustand. Чувствуем себя здесь и сейчас. Fühlen uns im Hier und Jetzt. Благодарим свет изначально, благодарим живу матушку. Wir danken dem ursprünglichen Licht. Wir danken Mütterchen Shiva. Вдох, выдох и открываем глазки. Ein- und ausatmen und dann öffnen wir wieder die Augen. Возвращаемся. Und kommen wieder zurück. Ну, думаю, главное, чтобы у тебя был микрофон. Wichtig, dass ich auch das Mikrofon habe. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Как Alles gut. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch?
Gut. Все хорошо, да, здорово. Ну, я думаю, тогда на сегодня мы с этим закончим тогда. На сегодня тогда все. Я буду ждать ваших вопросов. И мы на следующий раз уже в соответствии с вашими вопросами и то, что я там добавлю, также сделаем еще одно такое открытое занятие. Окей, also dann belassen wir das für heute. Er hat also große Freude gehabt, mit euch zu arbeiten. Er wartet auf eure Fragen jetzt im Laufe der Woche, sodass wir nächsten Mittwoch bei der gleichen offenen Veranstaltung dann auf eure Fragen speziell eingehen und auch weiter zusammen praktizieren. Был рад вас видеть, общаться с вами. До новых встреч. Ich war sehr froh, euch alle zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.